Und damit herzlich willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ja, wir sollen anscheinend jetzt eine Fee fangen, zudem müssen wir Krähen fangen und das alles bis zur sechsten Abendstunde, sonst hängen wir am Pranger. Ulala, da kommt ja jetzt schon gleich einiges auf uns zu. Ich bin begeistert, das Spiel reißt einen wirklich gut mit und wir fragen natürlich erstmal nach den Krähen. Obwohl, nee, die Fee ist glaube ich wichtiger. Wozu brauchst du eine Fee? Soll sie für dich die Krähen vertreiben? Ich mag mich irren, aber der Seher ist vielleicht zurück. Wieder diese Schauergeschichte? Du sprichst in Rätseln. Hilf mir lieber, die Krähen aus dem königlichen Gästezimmer zu verjagen. Später. Tu jetzt einfach, was ich dir sage. Da möchte ich aber... Woher soll ich denn wissen, wie ich eine Fee fange? Wieso sollte der Seher zurück sein? Er ist doch tot. Wir alle haben ihn sterben gesehen. Aber jetzt sind nicht nur die Krähen zurückgekehrt. Sondern auch die Elstern? Morde, Geron, wo keine geschehen dürfen. Erst Ritter Olderich, jetzt Magistra Dorota. Sie hatten den Seher auf den Scheiterhaufen gebracht. Wer weiß, was noch geschieht. Die Frage ist, wer hat noch mitgeholfen? Wer wäre der Nächste? Was hat denn eine Fee mit dem Seher zu tun? Nicht eine Fee. Die Fee. Du musst sie fangen, bevor es jemand anderes tut. Was kümmerte den Seher die Fee? Nur sie kann die Macht der Zauberharfe entfesseln. Kein Mensch, auch der Seher nicht, kann sie spielen, ohne zu sterben. Bei den Göttern. Wenn er zurück ist, wird alles wieder beginnen. Du sprichst in Rätseln, alter Mann. Warum solche alten Menschen auch nie einfach sagen können, was Fakt ist? Da könnte man sich doch viel besser darauf konzentrieren. Was ist das für eine Zauberharfe? Ich weiß es nicht. Sie stammt angeblich aus dem Feenreich. Ist sie das hier auf der Zeichnung? Sie könnte so aussehen. Wer weiß das schon? Sie könnte aber auch gar nicht so aussehen, okay. Was wollte der Seher mit der Harfe anstellen? Er begehrte sie. Denn sie war das Tor zu seiner Macht. Oder zumindest glaubte er das. Alles klar. Welche Macht besitzt die Harfe? Niemand weiß es. Doch wenn die Harfe erklingt, wird Andergast untergehen. Deshalb fang die Fee. Sie ist der Schlüssel. Woher weißt du so viel über den Seher? Ich habe damals die Helden zu ihm geführt. In sein Versteck im Steineichenwald. Du warst Teil der Heldenqueste? Jäger und Fährtenleser. Wir haben ihn gefangen und später verbrannt. Und jetzt sind der Ritter und die Magierin tot. Vertrau mir, dann wird alles gut. Ich habe ja so meine Befürchtung, was passieren würde, sobald wir weggehen. Warum hast du mir von all dem nie erzählt? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Offenbar war sie das nie. Wie hast du diese Krähe dort gefangen? Ein besonderer Lockstoff. Doch dazu braucht es von Feenmagie berührtes Wasser. Ich müsste also sowieso dorthin, wo die Fee lebt? So ist es. Fange ich die Fee, hilfst du mir mit den Krähen des Königs. Versprochen. Nur beeil dich. Das musst du mir nicht sagen. Okay. Und mit diesem Feenwasser kann ich meine Krähen fangen? Ja. Alle anderen Zutaten lassen sich leicht finden. Wunderbar. Der König wird staunen. Gut, okay. Also gut. Wie fange ich eine Fee? Die Fee lebt in einem Versteck im Steineichenwald in der Nähe eines alten, aber verschlossenen Feentors. Suche etwa 2 Meilen nördlich des alten Fingers, wo die Einbeeren blühen. Wenn du den großen Wasserfall hörst, bist du richtig? Ach, das finde ich. Locke die Fee am besten mit einem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Sie ist neugierig, aber auch vorsichtig. Und dann fange ich sie in einem Käfig. Feen können tückisch sein. Lass dich nicht von ihr verzaubern. Keine Sorge. Hat sie Flügel, fange ich sie. Alles klar. Sie können tückisch sein. Ich bin jetzt auf dem Weg. Du darfst nicht versagen. Feen sind doch immer so lieb und nett, warum sollten die tückisch sein? Warum geht man nicht einfach hin und fragt? Okay, wir können jetzt sicherlich rausgehen hier. Oh, beinahe hätte ich den Käfig vergessen. Willst du die Feen in dem kleinen Käfig fangen? Ernsthaft? Gut,
Jetzt ist ja nicht gesagt, ob es eine große oder eine kleine Fee ist. Ach, der ist repariert. Ist der Käfig repariert? Ja, und pass in Zukunft darauf auf. Okay, gut, dann gehen wir raus. Aber schön, dass wir nochmal dran erinnert wurden, sonst hätten wir ja nochmal komplett zurücklaufen müssen. Na okay, raus mit uns. Wir haben nicht viel Zeit. Ich schau mal kurz die Nase. Ach, er läuft also alleine hin, alles klar. Also dann. Heda! Oh, das tut mir leid. Was? Nichts. Du machst das gut. Üb ruhig weiter. Ich bin gar nicht da. Du bist ganz allein im Wald und niemand ist da, um dich zu beurteilen. Auch ich nicht. Ich bin schon weg. Das muss sie sein. Halt, warte. Okay. Komm doch raus. Wer? Na du. Wer ich? Du bist doch allein. Ich bin nicht allein. Du bist hier. Und wer noch? Niemand. Aha. Wärst du ein Freund des Waldes, sie wären alle da. Die Mooskrokodile und die Haselnusshörnchen. Der Kieselkranich würde dir zu Ehren aus dem Himmel nieseln. Und die Holzfüchse ein herrliches Feuer veranstalten. Alle würden tanzen. Was? Aber da du kein Freund des Waldes bist, sind sie alle zu Hause geblieben. Okay. Wäre ich ein Freund des Waldes, kämest du dann heraus? Ja, dann hätten wir etwas, worüber wir reden könnten. Ansonsten stünden wir nur schweigend herum. Und um ein Freund des Waldes zu sein, muss ich... Freunde haben. Richtig. Harzmäuse zum Beispiel. Oder Papierfinken. Und wo finde ich sowas? Wer keine Freunde hat, der muss eben welche erfinden. Was hat Gwendling mir hier bloß aufgehalst? Okay. Ich bin gleich zurück. Wir reden also mit einer... Die ist wahrscheinlich hinter dieser Wurzel und die Wurzel geht dann auf. Käfigbaum. Hallo? Ich wollte nicht. Bin gleich zurück. Ich wollte mal... So. Die kleine Fee ist nicht zu sehen. Ich glaube, die ist gar nicht so klein, wie du glaubst. Käfig. Okay, den nehmen wir, können wir wieder mitnehmen. Ach, wir können auch gar nicht platzieren, okay. Schnecke. Du sollst dich mit der Schnecke anfreunden. Nicht alles, was du siehst, klauen, mein Gott. Sonderbares Schneckenhaus. Boah, das geht doch gar nicht. Okay, Laubhaufen. Was versteckt sich da im Laub? Dann muss ich wohl im Laub wühlen. Au, keine Fee, nur ein Igel. Igel. Der Igel hat sich verkrochen. Der Igel hat sich verkrochen. Ich will mit dem Igel, aber kann ich eventuell... Eine Schnecke würde dir doch schmecken. Er scheint sie zu mögen, aber er hat zu viel Angst. Dann stelle ich die Schnecke irgendwo ab. Der Igel hat sich verkrochen. Okay, könnte ich... Die... Endlich ein Tier, das leicht zu fangen ist. Was? Willst du den Igel jetzt fangen, oder wie? Gut. Vielleicht gibt sich Gwendling auch mit einem Igel zufrieden, falls ich die Fee nicht fange. Wieso fängst du den Igel? Das gibt's doch gar nicht. Das hast du davon, Stachelmännlein. Du darfst unsere Gäste nicht immer stechen. Kein Wunder, dass uns niemand mehr besucht. Ups. Au. Das muss ein Turanienigel sein. Kein anderer hat solche lange Stacheln. Könnte ich dem eventuell eine Igel stacheln? Oh. Die frisst er nicht. Okay, kann ich den Igel. Das muss ein Turanienigel. Kein anderer hat solche. Au!
Das findet sie witzig, ist schon klar. So, okay, wir können nach unten, wir können, hier hoch geht's nicht. Baumhöhle, Igel, Wasserfall. Wir gehen mal nach unten. Und ich schau mal... Nein, bitte bleib hier. Ich habe doch so selten Besuch. Also schön. Sie mag uns also doch. Na, das passt doch. So. Na, man wird doch nicht Freund des... Ah, Kastanienzweig. Nimm dir ruhig. Davon habe ich ganz viele. Guck mal hier, Igel. Das magst du doch. Die frisst er nicht. Natürlich fressen Igel Kastanien, oder? Wie komme ich darauf? Weiß nicht, du bist nicht ganz bei Trost. Das lasse ich lieber. So nicht. Okay. Locke die Fee mit deinem Flötenspiel aus ihrer Höhle. Meisterhaft, Gwinnling. Also gut. Das hierhin, das dahin... Das dorthin. Kastanienmännchen. Huch! Und wieso baut er jetzt ein Kastanienmännchen? Hallo? Schau, der Igel hier. Der ist mein Freund. Aber du musstest ihn einsperren, damit er bei dir bleibt. So behandelt man keine Freunde. So, hier. Ein Kastanienkönig. Ein König? Wirklich? Ja, er herrscht über das Reich der Kastanien und er ist mein Freund. Es ist mir eine Ehre, eure kleine Majestät. Geron hier ist mein liebster Freund des Waldes, werte Fee. Ihr dürft beide eintreten. Wer sagt's denn? Nanu. Lassen wir den Igel zu Zoo. Ullala. Was für ein seltsamer Ort. Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperab. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... Nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Wir bitten erstmal die Nuri. Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Okay. Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Warum bewacht sie ein verschlossenes Feentor? Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Das ist jetzt sehr spannend. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut, jeder hat seine Geheimnisse. Wie jetzt? Wir können ja nicht mal helfen irgendwie, oder? Bin gleich zurück. Nuri, die Fee, okay.
Das Feentor. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. Wolltest du das denn wissen? Du warst bis das erste Mal hier. Ist das eine Zauberquelle? Es sieht gar nicht aus wie ein Tor. Warum? Wie soll es denn sonst aussehen? Du bist seltsam. Ja, das sagt man mir öfter. Okay, was war das jetzt? Nurin, ich habe aber was anderes gerade. Alraunen. Oh. Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Sie hat ihnen die Wurzeln gestutzt und ihnen Blätterkleider angezogen. Was zum Namenlosen will der Seher ausgerechnet mit dieser Fee? Ihre Unwissenheit ausnutzen, lieber Geron? Lederbänder. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Ein Band reicht. Ach so, ich dachte jetzt, hätte ich sie nicht alle genommen. Lederband. Sollen wir eventuell eine Tragetasche für sie bauen? Könnte ich... Hat doch nichts. Könnte ich mir vorstellen... Vielleicht. Nein. Mal sehen, wohin mich das führt. Gehstock mit Lederband. Ich kann das Wasser angeln, aber dann braucht die Angel noch ein Gefäß. Alles klar, okay. Was nehme ich als Gefäß? So sag es mir. Vielleicht deine Alraunen. Los, sag ihnen... Was? Na los. Ich hätte gerne eine Alraune, liebe Nuri. Sie hat ihnen die Wurzpast zum... Okay, Nuri nochmal sprechen. Hast du schon meinen Wasserfall gesehen? Er fließt immer nach unten, selbst nachts. Okay, mit Nuri kann ich immer noch nichts anfangen. Moment. Kann ich eventuell... Warum sollte ich? Ich weiß nicht, weil du daraus vielleicht ein Gefäß machen könntest. Quinlin würde sich die Haare raufen. Was? Quinlin würde sich die Haare raufen? Ach so. Was ist das? Ein Gehstock. Wieso trägst du ihn, wenn er laufen kann? Weil... Vergiss es. Sehr unhöflich, lieber Herr. Die Alraunen wollte ich mal angeln. Moment, die Alraunen. Unwahrscheinlich. Aber was mache ich da mit den Alraunen? Ich glaube, König Kastanie passt besser zu dir als zu mir. Willkommen, Majestät. Wir müssen ihm noch eine Krone basteln. Das machst du. Darf los, ich? Sag nee, was? Darf ich nicht. Na los. Okay, ich dachte, ich darf ihn dafür jetzt Alraune nehmen. Das führt zu nichts. Daran wird es der Fee hier im Wald nicht mangeln. Bist du dir sicher? Hammer. Behalte ich selbst. Lieber nicht. Kann ich jetzt zur Stunde... Besser nicht. Ja, besser nicht. Ist schon richtig. Okay, ich guck nochmal zu Nuri. Ja? Aber auch Nuri hat nichts zu sagen, außer eventuell... Es tut mir leid, dass die Folge heute schon wieder vorbei ist. Tja, und damit bis morgen, liebe Freunde. Bei der Nuri. Tschüss.